Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Der Klaus hat mich vor einiger Zeit mal gefragt, wie viel Aminosäuren-BCAAs sollte man nach dem Training nehmen? Und unter anderem diese Frage möchte ich heute in diesem Video beantworten. Viel Spaß! Ja, hallo, ein neues Video in der Rubrik Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungen. Ich möchte heute die Frage von Klaus beantworten, wie viel Aminosäuren sollte man nach dem Training nehmen, damit es einen Effekt hat und damit das wirkungsvoll ist. Außerdem möchte ich aber auch eine Frage von Matthias beantworten. Der Matthias möchte nämlich wissen, reicht das, wenn ich das einmal am Tag nehme, also wenn ich ein EAA-Pulver, also alle essentiellen Aminosäuren, wenn ich das nehme, um meine Eiweißbilanz aufzuwerten, reicht das, wenn ich das einmal am Tag nehme? Und ich möchte auch noch mal ein bisschen auf das Preis-Leistungs-Verhältnis eingehen. Wann macht das Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Vom Prinzip her kann ich eigentlich, das muss ich gestehen, all diese Fragen gar nicht genau beantworten, weil das natürlich auch wieder immer auf die individuelle Situation und auch auf das Trainingsziel drauf ankommt. Wenn man nach dem Training ein Aminosäurenpräparat nehmen möchte, weil man einfach die Muskeln vernünftig versorgen will, dann ist es so, dass die meisten Hersteller eigentlich angeben auf ihren Portionseinheiten, dass man so 10 bis 15 Gramm Pulver letzten Endes nutzt. Und das ist auch eine Menge, die auf jeden Fall sinnvoll ist, weil du eigentlich von den essentiellen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin in der Gesamtmenge eigentlich mindestens 5 Gramm aufnehmen solltest, dass wirklich auch ein vernünftiger Peak im Blut überhaupt gemessen werden kann. Also eine Gesamtmenge 5 Gramm von Leucin, Isoleucin, Valin sollte auf jeden Fall in einer Portionsmenge drin sein. Und darum geht es eigentlich letzten Endes immer. Bei diesen Grammangaben geht es eigentlich meistens darum, wie viel essentielle, also lebensnotwendige Aminosäuren-Eiweißbausteine kriegst du mit einer Portion in den Körper hinein. Ob das jetzt wirklich die Aussage ist, ob das die Optimalmenge ist und ob man mehr nehmen sollte, das ist ja von so vielen verschiedenen Faktoren letzten Endes abhängig. Also wenn jemand eine gute Eiweißbilanz hat und sich den Tag über generell eh sehr gut ernährt, dann kann es sein, dass er nach dem Training wenig Aminosäuren braucht, dass wirklich so eine Menge von 5 bis 10 Gramm vollkommen ausreicht, weil der Körper ja eh schon gut ausgestattet ist. Und wenn du vor dem Training auch eine vernünftige Mahlzeit hattest, die auch wieder Proteine hatte, dann hat der Körper auch wahrscheinlich ausreichend Aminosäuren im Blut, um sich vernünftig zu regenerieren und zu reparieren. Hast du jetzt aber die Situation, dass du dich tagsüber eigentlich eher nicht so gut ernährt hast, eher lückenhaft ernährt hast, kaum Eiweiß gegessen hast, dann kann es auch durchaus sein, dass diese 10, 15 Gramm Pulver, die man nach dem Training nimmt, eigentlich nicht ausreichen und eigentlich im Prinzip nur ein bisschen Schadensbegrenzung sind. Also das ist von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Ich will es mal umgekehrt machen. Wenn du nach dem Training eine Aminosäurenmenge von 15 bis 30 Gramm nimmst, ist das völlig unproblematisch. Wahrscheinlich ist auch noch wesentlich mehr, also wesentlich höhere Dosierungen, 40, 50 Gramm sind wahrscheinlich auch noch völlig unproblematisch. Immer vorausgesetzt, du hast kein Nierenproblem. Da haben wir ja schon mal in dem Eiweißvideo drüber gesprochen. Das verlinke ich dir nochmal oben, wenn du das noch nicht gesehen hast. Es ist ja Nahrungseiweiß, was du dort nimmst. Das ist ja nichts künstlich hergestelltes, was der Körper nicht kennt. Ein gutes, hochwertiges Sportnahrungsprodukt ist immer aus Nahrungseiweiß gefiltert und extrahiert und keine künstliche Chemiekeule, die da irgendwie aufgesetzt ist. Von daher kann der Körper das wirklich auch sehr gut aufnehmen und verarbeiten. Also Klaus, dir würde ich eigentlich sagen, nach dem Training eine Einheit, wenn du jetzt BCAAs oder EAAs nehmen möchtest, das ist im Moment völlig egal, 15 Gramm Pulvermenge kannst du ohne Probleme nehmen. Ich persönlich nehme mehr für meine Zwecke. Allerdings gibt es eine Grenze, und zwar ist die Geschmacksintensität. Also wenn man da mehr Geschmackspulver reinmacht oder mehr von dem Pulver reinmacht, das schmeckt irgendwann einfach so süß, dass man schon eine große Wassermenge braucht. Aber eine Empfehlung von 15 Gramm Pulver, ich denke, die kann man eigentlich geben. Das sollte kein Problem darstellen. Dann kann man eigentlich gleich weitermachen mit der Frage von dem Matthias. Reicht das, wenn ich so ein Aminosäurenpulver einmal am Tag nehme? Kurz für euch zur Information, der Matthias hat, der ist schon ein kleines bisschen älter und wir haben festgestellt, dass er im Prinzip nicht genug Eiweiß isst, um wirklich seine Muskeln vernünftig zu ernähren. Und dann habe ich ihm ein EAA-Pulver empfohlen, also
Alle essentiellen Aminosäuren sind in diesem Pulver drin. Er testet es jetzt gerade aus und die Frage war ja, reicht das, wenn ich das jetzt einmal am Tag nehme? Ist das ausreichend? Naja, das kommt drauf an. Nehmen wir mal an, du hast jetzt als Zielsetzung, dass du am Tag 150 Gramm Eiweiß mit einer guten biologischen Wertigkeit aufnimmst. 150 Gramm am Tag. Und sagen wir mal, du hast jetzt am Tag bisher 70 Gramm Eiweiß gegessen aus Fleisch oder Fisch oder Hülsenfrüchten oder Milchprodukten oder was du einfach so für Quellen ausgewählt hast. Und jetzt fragst du mich quasi, reicht es, wenn ich jetzt ein Aminosäurengetränk mit 15 Gramm Pulver trinke? Ja, natürlich nicht, weil damit kommst du ja auch nicht auf deine Eiweißmenge, die du insgesamt eigentlich haben sollst. Und so muss man sich jetzt auch selber wieder ein bisschen zurechtfriemeln damit. Also ich bleibe bei meiner Aussage, Sportnahrung oder Nahrungsergänzungsprodukte sind super sinnvoll, wenn man sie richtig und gut und gezielt einsetzt, aber es bleiben Nahrungsergänzungsprodukte. Es sind keine Nahrungsersatzprodukte. Es geht also überhaupt nicht darum, dass man die Grundnahrung vernachlässigt und sich auf Konzentrate stützt. Es geht darum, dass man eine gute Grundnahrung zielgerichtet aufwerten und aufpeppen kann, wenn man merkt, ich hatte heute noch nicht genug oder wenn man auch nach dem Training einfach gezielt was aufnehmen möchte, ohne viele Begleitstoffe wie beispielsweise Fette, die man in dem Moment eigentlich eher weglassen möchte oder auch wenn man in einer Diät beispielsweise drin ist, wo es darum geht, die Muskelmasse möglichst gut zu erhalten, aber trotzdem die Kalorienzufuhr zu drosseln und zu kontrollieren. Das heißt, leider diese Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Reicht es, einmal am Tag so etwas zu trinken? Es ist wirklich von der Grundnahrung abhängig. Es ist verschieden. Ich habe auch Leute, Frauen beispielsweise, die sich auch teilweise vegetarisch ernähren. Da empfehle ich auch, so ein EAA-Getränk am Tag mehrfach zu trinken. Es ist ja normales Nahrungseiweiß. Es ist also, wie gesagt, nichts Künstliches. Der Körper kann es super aufnehmen und man hat einfach eine super leicht verdauliche und sehr, sehr gut verwertbare Menge von hochwertigsten Aminosäuren. Das schadet dem Körper nicht. Die Frage, ob so eine Nahrungsergänzung nötig ist oder ob man das im Prinzip nicht alles mit normaler Nahrung machen kann. Naja, wie gerade erwähnt, die normale Nahrung soll natürlich die Basis sein. Es geht darum, sich gut und vernünftig zu ernähren und sich auch um sein Essen zu kümmern. Das ist ein wichtiger Punkt. Dennoch möchte ich dir gerade mal eine kleine Preisaufstellung machen von verschiedenen Sachen, die ich nachgeschaut habe. Ich vergleiche da drinnen den Aminosäurengehalt, also den Eiweißgehalt im Prinzip, von einem EAA-Produkt, also ein Produkt, in dem alle Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren enthalten und vertreten sind, mit einem Rinderfilet, also mit mageren Rinderfleisch, was auch alle Aminosäuren drin hat, und auch mit dem Pseudogetreide Quinoa. Quinoa kennt vielleicht der ein oder andere, ist ein Getreide, ich glaube, man nennt es Pseudogetreide, wo sehr viel Eiweiß drin enthalten ist. Und ich blende mal ein Bild ein, dass du hier mal eine Vorstellung hast, wie Quinoa aussieht. Ja, was auch einen guten Eiweißgehalt unter den Getreideprodukten hat und eben auch alle essentielle Aminosäuren hat, also vollständige Aminosäurenprofile vertreten hat. Ich spicke jetzt ein bisschen die Zahlen hier auf meiner Liste ab, also wenn ich mal irgendwie woanders hingucke, dann wundere dich bitte nicht. Bei dem Aminosäurenpulver ist es so, ich nenne da jetzt keinen Namen, wir haben das im Programm bei uns, aber es geht jetzt nicht darum, irgendeine bestimmte Firma hervorzuheben oder zu bewerben. Das ist ja eh kein Sponsoring hier, das geht ja einfach darum, euch zu informieren und einen Preisvergleich jetzt mal zu haben. Ich vergleiche jetzt die Menge von 400 Gramm, weil in der Einheit von dem EAA-Pulver einfach 400 Gramm drin sind. Die anderen Sachen habe ich alle umgerechnet. Wenn dir das zu kompliziert ist, guck einfach unten in die Videobeschreibung, da habe ich die Zahlen nochmal drin stehen, sodass du es dir leichter nachvollziehen kannst. Das Aminosäurenpulver kostet 400 Gramm 39,90 Euro. Das ist der Preis, zu dem wir das zumindest verkaufen. Ein Bio-Rinderfilet kostet durchschnittlich für 400 Gramm 31 Euro und Quinoa kosten durchschnittlich 400 Gramm 4,80 Euro. Das heißt, in diesem direkten Vergleich ist die Nahrungsergänzung unheimlich teuer. 40 Euro für 400 Gramm und nur 4,80 Euro kostet das Getreideprodukt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Gucken wir weiter. Beim Aminosäurenpulver habe ich in 400 Gramm Pulver 325 Gramm Eiweiß. Beim Bio-Rinderfilet habe ich in 400 Gramm Rinderfilet 84 Gramm Eiweiß. Also wesentlich viel weniger Eiweiß. Und bei Quinoa habe ich auf 400 Gramm Quinoa 52 Gramm Eiweiß. Das heißt, das Aminosäurenpulver mit 325 Gramm Eiweiß schlägt um Längen und um Welten das Rinderfilet und Quinoa.
Das ist überhaupt nicht verwunderlich, weil dafür ist dieses Aminosäurenpulver ja gemacht worden. Das ist ja eine gezielte Nahrungsergänzung, wo nur das drin ist, was man haben möchte und wo die Begleitstoffe möglichst nicht so drin sind. Begleitstoffe wie beispielsweise Fett. Im Aminosäurenpulver haben wir auf 400 Gramm 0 Gramm Fett. Im Bio-Rinderfilet haben wir auf 400 Gramm 16 Gramm Fett. Und im Quinoa haben wir auf 400 Gramm 24 Gramm Fett. Natürlich hat Rinderfilet und Quinoa auch gesunde Fette, das ist gar keine Frage, das ist völlig klar. Aber es geht jetzt einfach mal um die Gesamtfettbilanz. Und wenn Fett drin ist, dann ist auch klar, dass Kalorien drin sind. Das heißt, dass die Kalorienmenge natürlich deutlich erhöht ist. Das heißt, bis jetzt haben wir bei dem Aminosäurenpulver auf die Menge den höchsten Preis, aber auch mit Abstand die höchste Eiweißmenge und kein Fett. Das heißt, was die Sportnahrung angeht, sprich die Bestandteile Eiweiß mit wenig Fett aufzunehmen, gewinnt dieses Pulver gegenüber den anderen Nahrungsmitteln. Zubereitungszeit, na gut, das kann jetzt jeder für sich selber überlegen, ob er das mit in die Betrachtung reinnehmen möchte oder ob das keine Rolle spielt. Natürlich ist so ein Aminosäurenpulver, da das mit Wasser aufgeschüttelt wird, innerhalb von 3 Minuten fertig gemacht, eigentlich sogar in 30 Sekunden. Ein Steak muss man wahrscheinlich eher braten und Quinoa hat auch eine Kochzeit, sagen wir mal jeweils 30 Minuten, aber das ist jedem selber überlassen, ob man das reinrechnen möchte oder nicht. Wie gesagt, es geht nicht darum, eins schlecht zu machen oder eins hervorzuheben. Es geht nur darum, euch die Unterschiede aufzuzeigen. Rechnen wir mal den Preis aus pro Gramm Eiweiß, den wir haben. Wenn wir den Preis pro Gramm Eiweiß ausrechnen, sind wir beim Aminosäurenpulver bei 12 Cent pro Gramm Eiweiß, beim Bio-Rinderfilet bei 37 Cent pro Gramm Eiweiß und bei Quinoa nur noch bei 9 Cent. Also Quinoa ist mit Abstand das günstigste auf ein Gramm Eiweiß gerechnet. Jetzt könnte man sagen, Mensch, dann nehme ich doch das Quinoa, das ist das allerbilligste. Da habe ich auch gutes Eiweiß drin. Ja, das stimmt, aber du hast letzten Endes nur 52 Gramm auf 400 Gramm und du hast als Begleiterscheinung 24 Gramm Fett. Das heißt, um die gleiche Aminosäurenmenge aus einer ganz, ganz günstigen Quelle wie Quinoa aufzunehmen, musst du nach dem Training eine riesengroße Menge davon essen. Musst du natürlich vorher gekocht haben und auch dabei haben und hast dann als Begleiterscheinung auch eine recht hohe Fettmenge mit drin, was möglicherweise nach dem Sport nicht so ideal ist, weil Fett die Aufnahme von den Aminosäuren verlangsamt und direkt nach dem Training will man das eigentlich nicht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte sagen, Grundnahrung ist immer noch das Wichtigste. Es geht darum, eine gute Basisernährung zu haben. Gezielt nach dem Training würde ich persönlich immer empfehlen, ein Sportsupplement einzusetzen, wenn man damit arbeiten möchte. Wenn nicht, dann muss man es nicht machen, ist keine Frage. Aber man hat extreme Vorteile, weil der Körper viel schneller regenerieren kann und weil man punktgenau die Nährstoffe zuführen kann, die man letzten Endes haben möchte. Und die Eiweißqualität ist eine sehr, sehr hohe, die Begleitstoffe sind sehr, sehr niedrig und der Preis ist keineswegs teurer. Wenn man es jetzt mal durchschnittlich nimmt mit normalen Lebensmitteln, dann ist ein Sportnahrungsmittel keineswegs teurer als ein normales Lebensmittel. Hier in dem Vergleich mit dem Rindfleisch ist es sogar wesentlich günstiger, um über die Hälfte günstiger als das. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen und ein, zwei Fragen beantworten. Wenn nicht, schreib deine Fragen gerne in die Kommentare. Ich danke, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.